Ja, und wer sorgenfrei ist, der kann doch auch befreit drauf losspielen. Gute Atmosphäre in der Wacker Arena zum Derby SV Wacker gegen die Bayern. Patrick Mölzel noch mit dem Handshake vorab. Nochmal zusätzliche Motivation für die anstehende Partie. Wir gehen rein ins Spiel, 10. Minute. Wacker in Schwarz von links nach rechts, der Ball hinaus über die Seite und dann perfekte Reingabe in die Mitte auf Jubel Zumo, 1:0. Die Wacker-Führung, 14. Saisontreffer für ihn. Zumo steht da, wo man stehen muss. In der Folge auch die Bayern mit guten Möglichkeiten, nur kurz nach dem Treffer. Diese Szene, Marco Hingerl ist das in der Mitte, verpasst den Ausgleich der Münchner. Aber die Bayern blieben dran, verdienten sich das 1:1. Die Lösung dann in der 28. Minute. Starker Ball auf rechts, dann setze ich Pantovic durch und wieder ist Hingerl da. Der Ausgleich auch 1:1 durch Hingerl, hält den linken Fuß hin, alles auf Null. Patrick Mölzel sah eine interessante Partie, beide Mannschaften gewillt in dieser Partie. Zweiter Durchgang, 50. Minute, die Bayern Wacher aus der Kabine und dann diese Szene. Obermeier schießt Moser an die Hand, 11 Meter, sagt Schiedsrichter Wolfgang Haselberger, Entscheidung hier zu sehen. Korrekt, der Strafstoß ausgeführt von Milos Pantovic, 1:2, Spiel gedreht, Pantovic direkt in die Mitte, dennoch Wacker gab nicht auf, wollte dieses Spiel nicht herschenken, 71. Minute, Freistoß für Wacker Richtung 16 und dann kommt der Ball einmal mehr zu Jubel Zumo drin, Doppelpack, 2:2, Zumo mit so viel Entschlossenheit bringt er Burghausen am Ende doch noch zu einem Zähler. Nach 90 Minuten heißt es Wacker 2 und Bayern 2.